und mit einem integrierten Geschäftsmodell, das uns von vielen... Heute muss ich Ihnen leider mitteilen, dass die EU-Kommission den angestrebten Zusammenschluss von Deutsche Börse AG und New York Stock Exchange untersagt hat. Dies ist ein schwarzer Tag für Europa und seine zukünftige Wettbewerbsfähigkeit auf den weltweiten Finanzmärkten. Die Entscheidung der EU basiert auf einer realitätsfremd verengten Marktdefinition, die in keiner Weise der globalen Natur des Wettbewerbs im Derivatemarkt entspricht. Außerdem wird der riesige außerbörsliche, der sogenannte OTC-Derivatemarkt, als der größte Teil des Marktes komplett ausgegrenzt. Also, dass jetzt die Fusion nicht zustande kommt, ist keine große Überraschung. Das hat man ja schon die ganze letzte Zeit läuten hören. Es ist verständlich aus EU-Sicht, dass die Fusion hier nicht genehmigt worden ist. Wir müssen jetzt sehen, wie die beiden Börsen darauf reagieren und sich in der Zukunft neu aufstellen werden.